Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Crafter. Ja, wir waren ja hier schon fleißig das letzte Mal am Berg. Ich muss gerade mal ein bisschen mir einen Überblick verschaffen, weil ich ja, wie gesagt, auch einen privaten Spielstand habe und ja, jetzt immer mal so ein bisschen gucken muss, was ich denn hier so alles gebaut habe. Also, ich habe mittlerweile einmal aus Versehen in einen Stream reingelinst und habe gesehen, dass da später wirklich viel, viel Wasser kommt. Von daher hoffe ich, dass wir hier halbwegs auf dem Trockenen sind. Wenn nicht, muss diese Konstruktion dann irgendwie doch noch mal ein Stück nach oben weichen. So, ich habe aber tatsächlich auch kaum mehr was bei mir. Das ist ganz gut, denn ich wollte da oben noch mal zu dem Wrack. Tatsächlich. Und ja, da düsen wir jetzt noch mal hin. Ich glaube, ich nehme auf dem Weg dahin noch nichts mit. Wir können allerdings kurz einen Zwischenstopp machen. Oh, brauchen wir gar nicht. Ich habe so viel Sauerstoff mittlerweile. Und ich glaube, da oben habe ich ja auch ein Häuschen gebaut oder habe ich auch kein Häuschen da oben gebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Da sehen wir dann. Ja, ich nehme sicherheitshalber mal was mit. Zum Häuslebau. Ja. Natürlich, das, was man sucht, findet man dann nicht. Ich bräuchte noch einmal Titan. Hier haben wir es. So. Dann gehen wir mal da hoch, falls wir da oben noch keine Butze stehen haben. Setzen wir uns da oben eine hin. Ja, ich wollte da oben noch mal. Ich weiß gar nicht, waren wir da schon komplett durch bei diesem Wrack oder nicht? Das sagt uns dann gleich das Licht. Ich würde auch noch ein bisschen rumkraxeln tatsächlich. Aber hinten kann man nirgendwo mehr rein, oder? Habe ich hier schon irgendwas stehen? Nö. Nö. Dann würde ich das fast hier hinbauen wollen. Und das ist doof, dass man hier nichts drauf bauen kann. Jetzt sollte ich mich nur. Obwohl, doch, das geht. So. Ich hoffe, das bleibt irgendwie so, aber eigentlich ist es ja unlogisch, dass man sich mal eben schnell hier sowas hinzimmert, ne? Von daher mal schauen, ob das so bleibt oder nicht. Haben wir. Ah doch, wir haben hier drauf gebaut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das hinten überhängt. Alles gut. Aber gut, gehen wir. So. Ja, ich baue mir dann manchmal da auch noch so einen Fabrikator rein. Wie schaut es hier aus? Ab wann schmilzt es? 100. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben, weil heizen tun wir ja noch nicht so viel, ne? So, ich möchte gerne mal ein bisschen noch mal hier rumgehen. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Nee. Nö. Aber unten gehen, glaube ich, irgendwelche Türen auf, oder? Hat sich gerade komisch angehört. Was ist das? Da kommt aber jetzt nichts Gefährliches, oder? Ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass ich mit F2 das HUD ausblenden kann für schönere Fotos. Ja. Öffnen goldene Kiste. What? Was kriegen wir, wenn wir die zerlegen? Nochmal Aluminium Superlegierung.
Nice! Oh Gott, ich muss Luft holen. Aber sonst gibt's hier jetzt... Alter Schwede. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee? Eine goldene Kiste! Wupp, wupp. Ich glaube, ich muss erstmal kurz Luft holen, wa? Erstmal kurz Luft holen und dann gehen wir nochmal ins Wrack. Obwohl hier oben drauf. Hier oben drauf zu bauen ist, glaube ich, auch ganz nice, oder? Nur hier ist man halt so überhaupt nicht zentral. Das stört mich ein bisschen. Ich hole jetzt einfach ein bisschen Eisen und Kobalt, weil ich da ein Fenster reinmachen will. So. Aber der Himmel wird langsam schon richtig schön blau. Guck mal. Nice. Und wir sind jetzt bei 71 KTI. So. Ja. Guck mal, da unten sehen wir die andere Base. Was das ist, wüsste ich gerne, ey. Und hier hinten, hier gibt's noch... Hier ist noch so viel zu entdecken. Und ich freue mich so da drauf. Eine goldene Kiste, ey. Der Hammer. Der Hammer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir drin schon... Na. So. Hier hatten wir alles weg. Ja. Okidoki. Hier haben wir Eisen in rauen Mengen drin. Okidoki. Hier. Oh. Ich mache die mittlerweile immer kaputt, die ich nicht brauche. So, dann packen wir hier vorne in die nochmal Eisen rein, dass wir die hier hinten kaputt machen können. Dann haben wir nämlich die Kisten hier hinten. Ach so, ich muss nochmal. Ach, ich habe eins zu wenig weggelegt. Ja. Weil wir kriegen jetzt durch Zerlegen auch noch einmal Eisen. So. Jawohl, ja. Ich habe ja jetzt dieses Steam Deck bekommen. Nach langer, langer Zeit. Über ein Dreivierteljahr habe ich jetzt, oder ein gutes Dreivierteljahr habe ich jetzt drauf gewartet. Wir sind voll. Dann ab nach Hause erstmal. Aber hier kommen wir nochmal her. Und ja, also ich muss sagen, das läuft auch auf dem Steam Deck sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt überall Planet Crafter spielen, wo ich möchte. Das finde ich nice. So. Dann noch was trinken. Jetzt nehmen wir einen direkten Weg nach Hause, weil Fallschaden gibt es bisher noch keinen. Ah, hier oben drauf zu bauen wäre schon schön, ne? Oh, es gibt doch Fallschaden. Ah. Dann habe ich aber bis jetzt immer Glück gehabt, ey. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Es gibt echt Fallschaden. Ich bin schon so viel hier runtergehüpft irgendwo. Und habe nie Fallschaden gekriegt. Eieieiei. So, hier ist aber erstmal jetzt nichts mehr. Was da hinten ist, wird mich auch interessieren, ob es da hinten überhaupt noch weitergeht. Ist halt die Frage, gibt es noch größere Sauerstoffbehälter? Und können wir uns später irgendwie anders fortbewegen? Ja, ne? Ich meine, ich hätte da auch schon was gesehen und gehört. So, allerdings möchte ich hier... So, hier haben wir nur Eisen drin. Okidoki. Dann mal Sesam. Ja, das passt alles. Und hier hinten haben wir den ganz krassen Stoff drin. Alles klar. Ich esse auch mal was. Wir haben eine goldene Statue bekommen.
Ach ja, was ich mittlerweile auch rausgefunden habe. Grüße an den Spyrix, dass man die Monitore übereinander setzen kann. Vielen Dank für den Tipp. Und das machen wir nämlich jetzt auch. So, wir können die nämlich so aufeinander setzen. Und das finde ich dann doch ein bisschen angenehmer. Perfekt. Sehr schön. Das könnte man eigentlich auch langsam hier hinter ein Fenster machen, oder? Ja. Da müssen wir auch mal gucken, was wir schon alles jetzt noch mittlerweile wieder craften können. Wärme sind wir erst bei 16, also da müssen wir echt noch ranklotzen, ne? Wir haben 6 Bohrer. Ja, wir müssen. Wir müssen noch ein bisschen ranklotzen. So, als erstes machen wir aber hier mal. Wir sammeln erstmal. Und ich würde, glaube ich, die Aubergine wegmachen wollen. Ich muss mir oben mal einen Schrank machen mit Sachen, die ich nicht nutze. Also hier die so wenig Stuff geben, die nutze ich tatsächlich irgendwann nicht mehr. Und ja, die Aubergine essen wir jetzt noch, sondern pflanzen wir lieber hier einen Kürbis, hier eine Bohne und hier noch einen Kürbis. So, haben wir ein bisschen mehr von. Das packen wir hier mal rein. Vegetube T2. Eis, Eis, Eisen, Silizium, Magnesium. Dann machen wir noch ein Vegetube. Obwohl. Ja, gut. Ach, ich weiß nicht. Nee, komm. 4 reichen mir eigentlich. Dann tun wir eher die besseren Pflanzen rein. Hier haben wir jetzt schon. Weil wir kriegen ja auch plus 7,2. Hui. Die sind richtig gut. Die sehen auch noch richtig schick aus. Okidoki. Dann nehme ich lieber noch zweimal Eisen. Und wir gehen nach oben und machen hier oben so einen Schrank rein, weil ich weiß noch nicht, ob es eine Art Abfalleimer oder irgendwas gibt. Ne, wir packen den mal so hierher. So. Und da packen wir jetzt mal die ganzen Sachen rein, die. Ja, nicht direkt Müll sind, aber die wir halt zurzeit nicht nutzen, benötigen oder wie auch immer, dass wir die hier unten so ein bisschen aus den Füßen haben. Tatsächlich. So. Vegetube T3. Der hat diese komischen Füße. Ich glaube, den können wir draußen hinbauen. 4 Stück. Wie viel Aluminium haben wir denn? Ja, ja. Ja. Wir brauchen halt auch viel Aluminium, ne? Ich würde mal vielleicht erst nur 3 bauen wollen. 3 nach draußen. Da brauchen wir noch 6 mal Silizium. So viel haben wir, glaube ich. Gar nicht, wir haben nur 5. Also brauchen wir noch einmal. Dreimal Magnesium. Und dreimal Wasser. Haben wir so viel Wasser? Dann müssen wir aber auch gucken, dass wir. Oh je, hoffentlich reicht der Strom. Das wage ich mal stark zu bezweifeln. Dass der Strom dann reicht. Ja,
Ach so, uns fehlt einmal Silizium. Dieses eine Silizium holen wir jetzt noch schnell. So, dann haben wir das schon mal. Ja gut, wir bauen jetzt in die Vegetube Zwecks. Mal schauen. Aber ich denke mal... Oh, da haben wir doof gebaut. Aber ich denke mal, die... wird trotzdem nicht reichen. Ich denke, wir brauchen trotzdem noch einen weiteren Stromgenerator. Obwohl, so eine hier in der Bude. Als Dekoration können wir stehen lassen. Fallen auch Sachen vom Himmel oder ist nur Sturm? Oh nein! Och Mann! Ich hasse das. Das passiert mir so oft. Das passiert mir so oft. So, den erstmal wieder hinbauen. Das Kram rein. So. Ja, wir brauchen noch ein Solarpanel. Einmal Aluminium, zweimal Kobalt. Gut. So, bauen wir hier noch ein Solarpanel hin. Ah, ich glaube, der Sturm beruhigt sich schon wieder. Oder? So. Es läuft alles. Und wir haben jetzt einen kleinen Garten hier draußen. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Haufen Eis, das ist gut. Davon machen wir jetzt erstmal einen Haufen Wasser. Gut. So, gerade mal schauen, was haben wir denn hiervon jetzt noch nicht? Oh, Exoskelett T2. Titan und Aluminium. Und schon sind die Schränke wieder leer, ey. Ja. Ich weiß nicht. Ernsthaft? Ich habe das Exoskelett noch nicht ausgezogen. Aber da... Na, ich habe einen Rucksack ausgezogen. Sekunde. Das ist natürlich... Jetzt ist der Rucksack schon wieder draußen. Ey, ich werde wahnsinnig. Gib erstmal den Rucksack wieder her. So. Den brauchen wir auf jeden Fall. Das eine Magnesium brauchen wir jetzt wieder. So, jetzt. Gut. Meine Güte. Ist jetzt irgendwo ein Chip weggefallen? Weil ich meine, wir hätten doch mehr gehabt. Konstruktion. Ach, hier. Noch irgendwo was? Nee, ne? Mehr hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ne, sieht nicht so aus. Hier ist aber auch nichts durchgefallen, oder? Nö. Gut. Gut, gut. Dann... Schauen wir jetzt mal. Können wir... Kann ich diese Statue... Rechtsklick zum Bauen. Okay. Okay. So, Dille. Ja. Wir lassen das einfach mal so stehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut.
Blauer Himmel zu 61%. Hydration. Dabei habe ich gerade so viel Wasser hergestellt. Gut. Unsere Pflanzen sind am Wachsen. Dann schauen wir jetzt mal. Man braucht halt überall Aluminium für, ne? So, den T3-Rucksack haben wir. Den T3-Sauerstofftank haben wir. Beweglichkeitsstiefel T1. Haben wir auch noch nichts anderes. Die werden sicherlich noch kommen. Das haben wir gerade gebaut. Dreimal. Wir müssen schon wieder so viel Graben besorgen, ey. Das ist nicht normal. Schon sehr grindy, das Spiel, ne? So, es reicht gerade noch so, um den herzustellen. Dann haben wir hier noch Abbaugeschwindigkeit. Aluminium, Silizium, Magnesium. Jo. Magnesium haben wir eine Menge. Ich würde sagen, ich hole einfach mal gerade so ein bisschen Schwungmaterial ran. Obwohl, so viel steht hier ja auch nicht mehr. Könnte mal wieder was vom Himmel fallen, wa? So ein bisschen Silizium wäre noch nicht schlecht. Haben wir hier. Ah, da haben wir auch noch zwei Silizium. Nehmen wir mit. Magnesium. Ich wüsste halt gern, was das hier für ein Gebiet ist, ey. Habe ich Sauerstoff dabei? Ja. Das glitzert so schön. Das glitzert und funkelt. Ja, ein bisschen haben wir noch frei. Dann hier so rüber. Ja. Das sieht aus, als wäre das Aluminium. Und guck, oh, hier steht auch Aluminium. Und hier wird es plötzlich sehr, sehr düster. Und hier steht eine Kiste. Und noch mehr Aluminium. Oh, ich bin im Schlaraffenland. Ja, wir gehen gleich wieder zu der Kiste, aber wir haben eh kein Inventar mehr frei. Boah, das sieht aber nice aus hier. Aber das sieht aus wie eine ewige Nacht hier, ne? So ein bisschen. Das sieht schon schick aus. Aluminium. Ja, jetzt müssen wir heim. Muss gleich Sauerstoff nehmen. Hier haben wir auch noch Aluminium. Hier haben wir eine blaue Kiste. Okidoki. Da haben wir noch das Wrack, wo wir auch, glaube ich, auch noch mal rein müssen. Ja, Sauerstofflevel niedrig. So. Heizung T3. Jetzt können wir einheizen, Leute. Die Frage ist, kann man die auch rausstellen? Weil die Heizung finde ich drin irgendwie echt bescheiden, muss ich sagen. Weil die auch so laut brummen und ja. Aber guckt mal, jetzt haben wir schon 140 KTI. Der Himmel wird immer blauer. Und hier haben wir jetzt tatsächlich, da hinten ist die ewige Nacht, glaube ich. Oh, auf die Biome bin ich gespannt. Und ich bin echt gespannt. Also es läuft ja wirklich sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Ja, also. Und ich bin wirklich gespannt darauf, was hier noch alles kommt. Weil das macht schon jetzt Spaß. Auch wenn es vielleicht ein bisschen eintönig wird. Aber. Oh, guckt mal hier. Wir haben unseren Aluminiumhaushalt wieder aufgestockt. Aber ich glaube, das Spiel hat extrem viel Potenzial. Und es ist ja erst im EA, also warten wir mal ab, was uns da erwartet, obwohl eins von allem reicht, ne? Wenn wir vorher immer trinken. So, jetzt hätte ich gerne. Fällt mir gerade so ein. Hier vielleicht noch ein
Wohnabteil dran. So. Ja, ist egal. Da haben wir jetzt hier einen Raum drin. Was soll der Geiz? So. Und oben haben wir dann zwei in der Mitte, ne? Ja. Perfekt. So gefällt mir das. So, Heizung T3. Brauchen wir Iridium? Ernsthaft? Wie kriege ich denn Iridiumstäbe? Hier haben wir auch so viel Einrichtungen und sowas. Ich würde gerne schon irgendwann echt hübsch wohnen wollen. Ja, ich glaube, da bleibt es erstmal bei. Aber wir können ja vielleicht noch eine Heizung bauen. Dass wir wenigstens zwei oben stehen haben. So. Dass wir wenigstens eine zweite hier oben noch stehen haben. Dass wir mal ein bisschen einheizen hier. Dem Ganzen. Strom scheint auch noch zu reichen. Das freut mich. Was sagt eigentlich unser Energiefenster? Wir haben noch 8 Kilowattstunden übrig. Okidoki, da haben wir ein Fenster. Ich würde gerne ein paar Fenster bauen wollen. So. Ich hätte, glaube ich, gerne hier noch ein Fenster dahinter. Ja. So finde ich das alles nämlich ein bisschen freundlicher. Bohrer T3. Ja, guck. Vor allen Dingen hätte ich gerne in jede Richtung ein Fenster. Komm, machen wir hier vorne noch eins rein, oder? Und oben hätte ich dann gerne auch noch eins. Achso, ich kann ja auch von der Seite ran. Muss ich mich dran gewöhnen. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Da kann ich von zwei Seiten ran. Was ist denn da hinten? Das ist ja auch noch ein Riesenfrack. Oh, Leute. Mach doch sowas mit mir. Ja, sehr schön. So gefällt mir das. Erstmal. Gut. So. Ja, dann sind wir noch wieder ein ganzes Stück weiter. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch noch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Ich hole jetzt noch ein paar Ressourcen ran. Fortgeschrittene Herstellungsstation. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Shazadi. Ciao, ciao.